Hallo zusammen bei Auf den Kopf gestellt. Die letzte Folge vor der Winterpause. Es ist eisig geworden in Tripsdrill. Wir haben uns entsprechend vorbereitet. Thomas Strobel, herzlich willkommen, stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU und derzeit auch in Wahlkampftour. Er möchte ja Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. Muss ein Politiker besonders mutig sein, wenn Sie jetzt auch hier die Katapultachterbahn fahren? Ach, zuweilen muss man auch mutig sein. Das ist wahr, ja. Sie haben sich schon ungefähr auch ein Bild davon gemacht, was jetzt auf Sie zukommt. 2000 PS werden wir losgeschossen, fast wie ins All, wie unser Astronaut aus Künzelsau sozusagen. Ehrlich gesagt, nein. Das letzte Mal bin ich hier mit meinem Patenkind in so einem kleinen Zug gefahren. Das war sehr gemütlich. Ja, das wird es diesmal mit Sicherheit nicht. Wir legen los. So, dann gehen wir jetzt mal Vollgas und starten in die erste Runde. Was hat sich denn für Sie verändert, seit Sie angekündigt haben, hier für das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren, für Sie ganz persönlich? Gar nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht doch ein bisschen mehr Termine im Land, aber ich mache das ja nicht nur jetzt vor dieser innerparteilichen Nominierung, sondern eigentlich schon immer, dass ich viel im Lande unterwegs bin. Und ich habe auch Freude dran. Ich hoffe, Sie haben jetzt auch Freude an der Fahrt. Es geht schon kopfüber. Ja, Extremsituation, ne? Karacho! Extremsituation muss man auch ins Stern nach oben geschossen. Hey, ja. Hoppala! Und jetzt geht's mal bergab. Schätzt man ja als Politiker nicht so. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein gegen Ihren internen Gegenkandidaten, den Herrn Molls? Ganz gut. Viel Zuspruch habe ich aus der Partei, von unseren Mitgliedern. Und auch viel Unterstützung. Kann man das prozentual ein bisschen beziffern, dass Sie sagen, Mensch, nein, das ist nicht sportlich? Das ist ehrlich gesagt ganz, ganz schwierig. Ich bin da auch befangen. Die Anzahl derer, die einem sagt, ich wähle dich nicht, ist überschaubar. Gibt es ein paar Punkte, wo Sie sagen, mit denen möchte ich mich durchsetzen? Wo Sie sagen, das sind so die Themen, mit denen ich punkten will? Ich glaube, dass ich eine breite politische Erfahrung habe. Ich bin in der Landespolitik zu Hause als Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg. Das wissen viele. Was viele nicht wissen, ich bin seit über einem Vierteljahrhundert Kommunalpolitiker, ehrenamtlich als Stadtrat in Heilbronn. Das gibt mir Bodenhaftung, das habe ich bewusst immer beibehalten. Und ich kenne mich auch in der Bundespolitik aus. Das ist für ein Land nicht unwichtig. Ich war in der letzten Legislaturperiode der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat. Also ich kenne mich auch in der Interessensvertretung eines Bundeslandes auf der Bundesebene aus. Und diese breite Erfahrung ist, glaube ich, nicht von Nachteil. Wenn Sie eine Note geben müssten für die Landesregierung, welche Note würde ich kriegen? Ach, Sie machen nicht alles verkehrt, aber Sie bringen das Land auch nicht in dem notwendigen Maße voran. Immer nur von der Substanz zu leben ist schlecht. Das Land hat eine gute Substanz. Aber wenn man immer nur von der Substanz wegnimmt, ist auch die beste Substanz eines Tages verbraucht. Sind Bildung und so die Kriminalität zwei Hauptthemen, die dann auch im Wahlkampf eine Rolle spielen werden? Ich habe drei Themen genannt. Bildung ist das zentrale Thema. Ja. Die Infrastrukturen sind sehr wichtig für Baden-Württemberg. Straße, Schiene, Wasserstraße, aber auch die Infrastruktur der Zukunft. Das, was man unter Digitalisierung versteht. Und die innere Sicherheit, finde ich, ist ein wichtiges Thema für unser Land. Was hat denn der Ministerpräsident, was Sie nicht haben? Er hat schon eine landesväterliche Art. Die kann ich noch nicht haben, weil ich kein Landesvater bin, sondern erst einer werden möchte. Und was haben Sie, was er nicht hat? Ich habe einen Plan für Baden-Württemberg. Und ich habe manchmal den Eindruck, daran fehlt es dieser Landesregierung insgesamt. Unser Plan ist jetzt die dritte Runde. Ist eigentlich Ihre Frau die größte Kritikerin von Ihnen, auch wenn Sie so auftreten? Macht die dann Brainstorming? Sie kommt ja vom Fernsehen, die kennt sich ja aus. Also das ist sehr schön, dass meine Frau nicht nur mitmacht, sondern mich wirklich auch toll unterstützt. Und natürlich sprechen wir auch über Auftritte und da unterhalten wir uns schon. Und zuweilen kritisiert sie mich auch, das ist auch ganz in Ordnung. Aber sie wird auch mal loben zwischendurch, oder? Das kommt zuweilen auch vor. So ist mit den Frauen. Dann schauen wir mal in der dritten Runde,
was noch übrig bleibt an Fragen zum Beispiel, die gibt es denn auch einen Plan B, sollte es nicht klappen? Nein. Nein? Nein. Sie setzen alles auf eine Karte? Absolut. Ich habe mich für Baden-Württemberg entschieden. Ich bin ganz zuversichtlich und ganz fröhlich. Müssen Politiker auch mal Schauspieler sein? Nicht in dem Sinne, dass man sich verstellt. Aber man nimmt natürlich unterschiedliche Rollen wahr und stellt sich auf das Publikum ein. Das heißt? Ich wäre gar nicht in der Lage, ständig überall das Gleiche zu erzählen. Sondern indem ich auf die Menschen auch einlassen, mit denen ich zu tun habe. Und insofern ist man auch nicht immer der Gleiche. Müssen Sie in der Landtagsfraktion noch Überzeugungsarbeit in eigener Sache leisten? Ich leiste jeden Tag Überzeugungsarbeit, auch in eigener Sache, für meine Positionen. Und die Wahrheit ist im Übrigen die, ich habe ja auch viel Zuspruch unter den Kollegen in der Landtagsfraktion. Viele kenne ich ja seit vielen Jahren. Was fehlt dem Lände noch in einem Satz? Baden-Württemberg ist ein so starkes Land, dass wir auf den ersten Platz gehören. Nicht ins Mittelfeld, nicht in die Kreisliga, sondern Platz 1 ist der richtige Platz für Baden-Württemberg. Wir sind gespannt, ob Sie im Wettrennen auch Platz 1 belegen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Serie auf den Kopf gestellt. Das war's für dieses Jahr. Weiter geht's im Frühjahr. Tschüss. Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme. Lesen, wissen, mitreden.